Hallo, da bin ich wieder. Ja, also ich wollte euch die jetzt nochmal ausgepackt zeigen. Also hier ist der weiche Eikokon. Hat auch schöne Blätter, aber ja, was ich ein bisschen blöd finde, ist ein anderer Stamm. Und ja, man sieht von der Form her hier halb, da ist es irgendwie nicht der gleiche. Also ich fände das schön, wenn die den gleich gemacht hätten. Dann hier den gehärteten. Da sieht man auf der anderen Seite, da kommen die raus. Da sehen sie noch, ich guck mal, ob ich scharf bin. Da sehen sie noch ziemlich, also sehen sie aus wie der Hinterleib von der Wassanbeterin. Dann entfalten die sich aber. Dann hier die Nymphen. Also man denkt viel manchmal, das sind die Babys, aber das sind die Nymphen halt. Noch nicht entwickelt, haben noch keine Flügel und so. Aber vom ersten Moment sind die halb schon Jäger. Die müssen halt erstmal trocknen, weil wenn die schlüpfen, sind die noch total weich. Das Exoskelett muss erst hart werden. Entschuldigung für den Versprecher. Ja. Die sitzen auf zwei Blättern. Sehr schön. Unten steht da noch was drauf. Steht auf jedem eigentlich. Ja, jetzt kommen wir zur Figur. Praying Mantis. Also Praying heißt, glaube ich, irgendwie, also ich kenne mich da nicht so aus in Englisch, aber ich glaube irgendwie Herrschender oder so. Und Gottesanbeterin heißt da hier, weil die ihre Vorderbeine, die umgewickelt sind, so Fangwerkzeug. Hier sitzen dann kleine Dörnchen. Und damit schnappen sie die sich dann halt Beute. Und wenn die dann zusammengefaltet sind hier, die können den hier nach da winkeln und den nach da. Und das Beinchen hier können sie hochklappen. Dann sieht das aus wie Gebetshaltung. Ja, und das hat halt wirklich einen christlichen Ursprung. Jetzt mal zu den Details, falls ich die hier drauf sehen kann. Also, die Antennen finde ich ein bisschen, also die stehen mir zu weit ab. Aber wenn man sich mal von unten anguckt, total schön. Hier sind die, da hören die übrigens. Gottesanbeterinnen haben hier ihre Hörzelle zwischen diesen ja, Beinanfängen. Die laufen dann nämlich zusammen und wenn die Gottesanbeterinnen fliegen, dann, und wenn dann von hinten eine Fledermaus kommt, also im Flug dann eine Fledermaus von hinten kommt, dann hören die das, weil die können nämlich Unterschall hören. Und dann stürzen die im richtigen Moment ab, damit die Fledermaus die sie nicht kriegt. Und da sieht man auch, also die haben versucht, die da hinzukriegen, aber das kriegen die halt nicht so gut hin. Und die haben halt hier noch Beine. Kommen wir mal hier hin. Also, hier sieht man sehr schön die Arme und so, die Gelenke und sowas. Und hier der Kopf. Da sieht man auch, also die Mandibeln sind das eigentlich noch nicht, die sind ja eigentlich erst drin, weil Gottesanbeterinnen fressen ihre Beute nämlich lebendig. Ja, ich glaube, da mache ich auch noch mal ein Video zu. Ja. Und manche denken sich, wenn sie eine Gottesanbeterin sehen, die haben so einen Punkt in den Augen, den sieht man da auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall ist da einer. Und diese Punkte, das sind keine Pupillen. Das sind Reflexionen in den Augen. Also die haben nämlich auch Facettenaugen, so wie jedes Insekt. Also und dann scheint dann irgendwie das Licht da rein und dann reflektiert das aber. Und deswegen denkt man manchmal auch, die Augen verfolgen einen. Nochmal hier hinten hin. Die Flügel sind auch sehr schön gefaltet. Aber ich finde das ein bisschen nicht gut, dass hier sind schon die Unterflügel. Obwohl da drüber eigentlich die Deckflügel sein müssten. Und die Deckflügel sind eigentlich glatt. Und die haben nicht solche Rillen. Da schön die Zacken, also die kleinen Klauen gemacht. Die Gottesanbeterinnen haben nämlich auch, ich glaube, das haben auch alle Insekten, kleine Zähnchen an den Beinen, und zwar zwei Stück.
an ihrem Bein, damit sie sich besser festhalten können. Abschluss nochmal das Gesicht. Ja. Tschüss. Starscream 533.